Wer den Luxus liebt und wer sich für moderne Architektur begeistert, der muss die Metropolen Dubai und Abu Dhabi gesehen haben. Beide Millionenstädte liegen in den gleichnamigen Emiraten am Persischen Golf und stehen für Prunk und Überfluss und für die Vereinigung von modernem Leben mit arabischer Geschichte und Tradition. Nach unserer Ankunft am frühen Morgen und Check-in in einem exklusiven 5-Sterne-Hotel in Dubai ist zunächst einmal Relaxen angesagt. Danach erleben wir auf einer City-Tour orientalisches Leben in den Souqs, den Märkten der Stadt. Mit den Händlern des Gold- und Gewürzmarktes ist es möglich, um die Wette zu feilschen und wir können einzigartige Mitbringsel erstehen. Weiter geht es mit einem Cruise auf einer Luxusjacht und später mit einem Dinner in einem der angesagtesten Restaurants der Stadt. Am nächsten Tag genießen wir bei einem unvergesslichen Flug im Wasserflugzeug die atemberaubende Aussicht auf die künstlichen Inseln vor der Küste und auf die Skyline von Dubai. Oder wir spazieren über den Glasboden auf der Brücke des Dubai Frame, dem neuen Glanzpunkt der Stadt, und überblicken die majestätischen Dünen der arabischen Wüste und die Wolkenkratzer der Dubai Marina. Am Abend wechseln wir dann die Perspektive und sehen die City aus einem anderen Blickwinkel. Aus der Lounge im 122. Stockwerk des Burj Khalifa. Am folgenden Morgen heißt es auf Wiedersehen Dubai, hallo Abu Dhabi. Kaum angekommen, geben wir sogleich Vollgas. Auf der Formel-1-Rennstrecke Yas Marina Circuit, zum Beispiel in einem typischen James-Bond-Auto, einem Aston Martin. Wer es ruhiger angehen möchte, besucht das Louvre-Museum, das mit zahlreichen Kunstwerken von der Antike bis zum 21. Jahrhundert glänzt. Bevor wir alle im luxuriösen Wüstenhotel exquisit dinieren und dort die nächsten beiden Nächte verbringen, steht noch ein weiterer kultureller Höhepunkt auf dem Programm. Der Besuch der Scheich Zayed Moschee, der größten Moschee in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der drittgrößten der Welt. Was wäre eine Reise in einen Wüstenstaat ohne einen Ausflug in die Wüste? Am letzten Tag haben wir dann die Gelegenheit, an einer Wüstensafari in einem Jeep teilzunehmen und Kamele sowie Gazellen aus nächster Nähe zu betrachten. Wem dies zu heiß ist, der nimmt bei einem Glas Champagner an einer beeindruckenden Falkner-Show teil. Zum Abschluss der Reise geht es noch einmal ins Herz der Wüste. Am Abend, wenn die Sonne nicht mehr so heiß brennt, geht es zu einer Oase. Dort wartet ein unvergesslicher Abend auf uns. Wir erleben eine Show mit rassigen Pferden, Kamelreiten, orientalischem Tanz und Live-Musik. Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es zum Flughafen und mittags wieder zurück nach Frankfurt.